Peppi wollte heute in den Vlog starten. Sitz. Fütchen. Fütchen. Du bist jetzt auch Fütchen. Fütchen. Super. Fütchen. Super. Hallo, meine süßen Menschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin irgendwie ein bisschen platt gerade. Ich sag's euch, heute war ein sehr, sehr, sehr trubeliger Morgen. Es fing schon damit an, dass ich aufgewacht bin und dachte, ich muss zur Therapie. Dabei ist mein Therapietermin erst morgen. Ich stelle euch ja mal hin. Und dann ging es auch direkt weiter. Also ich sag's euch heute, der Tag ist so nicht gut gestartet, nicht gut weitergegangen. Wenn ihr wisst, was manchmal so hinter den Kulissen passiert. Aber naja, damit möchte ich euch gar nicht belasten. So, ich wollte jetzt gemeinsam mit euch kochen. Ich habe nämlich so ein leckeres Rezept auf Instagram gefunden. Also ich glaube, es ist lecker. Und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Ich werde das Rezept auf jeden Fall verlinken. Es ist nicht mein Rezept, sondern ich habe das von Insta. Und dann könnt ihr das nachmachen, wenn ihr wollt. Wir haben beim Schümannhof bestellt. Das ist so ein Bio-Bauernhof bei uns um die Ecke. Nicht bei uns um die Ecke, stimmt gar nicht. Die liefern das an von, ich weiß nicht von wo, ehrlich gesagt. Aber muss ja irgendwo in Hamburg sein. Und da bestellen wir momentan voll gern Lebensmittel bzw. Obst und Gemüse, weil die sind einfach next level lecker. Und ich mache immer so eine Knochenbrühe. Dazu kann ich auch nochmal in einem separaten Video was sagen. Und deswegen bestellen wir da immer. Und jetzt haben sie gerade ihre Lieferung gebracht und ich habe einen, ich mache jetzt einen Bio-Bauernhof-Haul, einen Kürbis, der erste Kürbis dieses Jahr bestellt und gelbe Beete, voll viel. Ich habe einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ich muss noch so ein bisschen, weil das ist immer im Kilopreis und ich kann sowas gar nicht einschätzen. Ich dachte, vielleicht kriege ich 3 oder so, aber ja, es sind ein paar mehr, deswegen muss ich mal schauen, wie ich das jetzt alles verarbeite, im Zweifel einfrieren. Boah, ich muss verrübsen. Und leckere Potatoes. Yummy. Also da, ich muss auch echt sagen, seitdem wir das machen, vor allem, dass wir es noch von letzter Woche, das sind so Schokoladentomaten. Ich sag es euch, ihr könnt das nicht vergleichen mit dem Geschmack von aus dem Supermarkt. Also, die sind so saftig im Geschmack. Vor allem finde ich bei Tomaten, schmecke ich wirklich einen krassen Unterschied. Bei Tomaten und Kartoffeln schmecke ich wirklich einen dollen Unterschied. Weil die sind einfach viel saftiger und viel aromatischer. Ich finde, die schmecken so wie Tomaten aus dem Süden. Und wenn man jetzt im Gegensatz dazu bei, keine Ahnung, einem Supermarkt hier so eine Fleischtomate kauft, die finde ich, schmecken immer nach nichts. Aber ja, ich liebe Tomaten und vor allem, die sind echt geil. Und hier haben wir auch noch, vielleicht musst du noch meinen Warenkorb mehr füllen, wenn man hat nur eine bestimmte, man muss einen Mindestbetrag hinbekommen. Deswegen habe ich noch ein paar rote kleine Tomaten gekauft. Mhm. Boah, Schatz, komm mal. Nö. Nee. Nee. Schatz will nicht kommen. Oh, ich snack die jetzt so weg. Oh. Das ist wirklich richtig lecker. Wirklich richtig lecker. Wenn ihr aus Hamburg kommt, müsst ihr das auch mal testen, wenn ihr Lust habt. Ich kann euch den Hof oder die Website mal verlinken. Schümannhof heißt der. Und das ist ganz witzig, wie das da abläuft. Man muss, man haut den Warenkorb voll, so wie man möchte. Man muss über 17 Euro, glaube ich, oder 20 oder so kommen. Und dann muss man sich da einloggen, die Bankdaten und so eingeben. Und dann befüllt man einfach nur den Warenkorb und macht nichts mehr. Und alles, was bis zu dem Liefertag im Warenkorb ist, wird dann geliefert. Aber ihr müsst nichts nochmal extra eingeben oder so. Das ist so entspannt. Deswegen, ich mache es dann am Abend auf dem Sofa. Schaue, was wir nächste Woche so kochen können. Und ich finde es halt cool, wenn man auch mal ein bisschen was anderes macht. Jetzt zum Beispiel mit der gelben Beete. Oder letzte Woche hatten wir einen Romanesco, den man auch nicht so bei Edeka findet und so. Und genau, ihr gebt das dann einfach, gebt euren Warenkorb ein und lasst dann einfach alles so. Und dann macht das
das System automatisch und dann kriegt ihr eure Lieferung. Mhm. Ich mache mal mit Fabio einen Taste-Test. Bist du bereit für eine ganz aromatische Tomate? Ich hab schon mit meiner Hand. Krass, oder? Mhm. Schmecken wie Omas Gartentomaten. Ja, wie wirklich aus dem Garten gepflückt. Mhm. Magst du? Mhm. Das ist halt aber auch letztendlich nur eine Tomate. Hallo! Sag, das ist eine sehr aromatische. Eine sehr aromatische Tomate bleibt aber auch eine sehr aromatische Tomate. Na gut, ich koche uns jetzt. Was hast du Hunger? Also aromatische Tomatensalat. Ah, könnte ich dazu machen. Hatten wir aber auch heute Morgen schon. Hier ist da gerade was gelandet. Irgendwie fliegen hier momentan, kennt ihr diese Nervteile, Alter? Die liegen auch einfach überall auf dem Klo und so rum, ey. Das ist krass. Bevor ich jetzt anfange zu kochen, mache ich mein Wasserkefir neu, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist ein probiotisches Getränk, was ich jetzt immer neu ansetze mit so Wasserkefir-Kristallen. Und anfangs habe ich immer 1 Liter gemacht. Aber das habe ich nicht aufbekommen, weil Fabio das nicht mittrinkt. Willst du eigentlich mal wieder mittrinken oder nicht mehr? Nee, danke. Fabio sitzt übrigens neben euch da. Ich guck mir das hier auch an. Neben eurem Gesicht. Deswegen mache ich jetzt immer nur 1,5 Liter, weil man darf das nur 2 Tage stehen lassen, weil sich sonst so Alkohol bildet. Und ich habe das einmal 4 Tage stehen, habe dann ein Glas getrunken und war richtig angetüdelt. Und ich mag das Gefühl gar nicht, ne? Ich hasse es. Ich weiß nicht, wie man das nehmen kann, das Gefühl von Alkohol. Also good for you, wenn du es kannst, ich kann es nicht. Und deswegen mache ich jetzt immer nur 1,5 Liter. Und jetzt hole ich hier die Wasserkristalle raus. Das sind die Wasserkäfigkristalle. Die setze ich jetzt einmal rein. Und fülle das einmal ab. Gerade gesehen, so sieht dann das Fertige aus. Übrigens, ich fülle das immer in so Glasflaschen ab. Ich habe gerade gesehen, und ganz kurz, hört man den Plopp? Da bildet sich Sprudel. Das ist richtig krass und das gärt halt. Und durch diesen Gärungsprozess entstehen da Probiotika quasi. Also ihr braucht dann kein Probiotika mehr kaufen. Prost. Mm. Oh, ich mag den Geschmack halt unnormal gern, weil ich mache das immer mit getrockneter Mango und Zitrone. Das schmeckt wie so ein Softgetränk. Ich liebe das. Ich werde das jetzt einmal kurz abwaschen und danach weiterfilmen. Mm. Delicious. Ich habe jetzt meine beiden Glascontainer sauber gemacht und jetzt fülle ich das einmal ab. Und das ist schon richtig zu einer Routine geworden, worauf ich sehr stolz bin, weil normalerweise halte ich sowas nicht lange aus. Also dann bin ich richtig hyped, so wie mit meinem Sauerteigbrot. Und mache das irgendwie einen Monat und dann habe ich keinen Bock mehr. Und ich freue mich voll, dass ich das jetzt hier so weitergemacht habe. So, das kommt jetzt, ist 1,5 Liter, das reicht jetzt für 2 Tage und dann ist es halt wieder das Neue. Es ist schon ein bisschen aufwendig, aber es geht halt auch nochmal schnell in der Zubereitung. Und ich muss einmal noch Wasser holen. Ich messe jetzt hier einmal 500 Milliliter stilles Wasser ab. Ich nehme dafür immer Wasser aus einer Glasflasche, einfach weil es sich besser anfühlt, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr auch Leitungswasser nehmen. Und dann kommt Rohrzucker rein. 30 Gramm. Ich muss unbedingt wieder die Küche aufräumen, die Schränke. Ich bin so schlecht, daran Ordnung zu halten. Also wenn ich dann einmal alles richtig aufgeräumt habe und alles clean habe und dann fühlt sich das so gut an, aber ich schaffe es einfach nicht, Ordnung zu halten. Hat jemand Tipps, wie man das schafft? Das nervt mich nämlich richtig doll. Weil dann steckt man da immer so viel Zeit rein. Und dann sieht es nach einer Woche wieder blöd aus. Ich bin immer Team, einfach reinschieben. Fabio ist da anders, auch bei unserer Kammer. Wir haben, ich dachte gerade, der Hund übergibt sich. Wir haben so eine Abstellkammer. Peppa, was machst du? Wir haben eine Abstellkammer und da schiebe ich auch immer alles einfach nur rein und irgendwann sieht es einfach nur schrecklich aus. So, jetzt mache ich den Wasserkäfer einmal unter kaltes Wasser.
Und ich vergesse immer, wie viel wir davon brauchen. Warum schreibe ich mir das nicht einfach mal auf? I don't know. Da muss ich einmal kurz gucken nach dem Rezept. Ja, 15 Gramm. Und die vermehren sich auch von selbst. Also ihr könnt die online kaufen. Oder wenn eine Freundin von euch auch Wasserkäfigkristalle habt, dann könnt ihr euch die einfach teilen, weil die sich vermehren. Das ist wie Sauerteig. Könnt ihr auch bei eBay kaufen und so. Weiß nicht, ob ich das machen würde, aber... So, 15 Gramm. Eine Zitronenscheibe. Und 15 Gramm Trockenfrüchte. Ich benutze dafür immer getrocknete Mangostreifen. Weil ich mag den Geschmack davon voll gern. Katja hat mir empfohlen, getrocknete Feige zu nehmen. Ich mag den Geschmack tatsächlich, aber lieber von Mango. Und deswegen mache ich es mit Mango. Das mache ich jetzt zu und dann kommt das an, einfach an den, an, auf unsere, wie heißt es denn? Mikrowelle. Und jeden Morgen mache ich das einmal auf, damit das Gas entweichen kann. Und das bleibt jetzt 2 Tage da stehen. So, jetzt machen wir das Mittagessen. Dafür brauchen wir erstmal leckeres Gemüse. Was ich so cool finde, dass das Gemüse von dem Biobauernhof noch so richtig erdig ist und so. Ich finde, man hat das Gefühl, dass das so ganz frisch ist. Ist es halt auch. Vor allem auch der Kürbis, der war richtig voll mit Erde. Muss ich die überhaupt schälen? Ja, naja, Leute, jedenfalls, was ich sagen wollte, mir geht's richtig schlecht momentan. Also ich habe irgendwie so eine blöde scheiß Darmphase. Ich weiß nicht, was da los ist. Es fängt schon an, als wir in Dänemark waren, dass ich dann nachts immer richtig doll Darmbeschwerden. Also ich hing nur auf Klo und halt wirklich so Durchfall. Also echt nicht cool. Und dann morgens auch noch richtig doll und dann hat sich das irgendwann beruhigt. Aber ja, das ging halt irgendwie nicht weg. Ich habe es immer noch. Und ich verstehe das überhaupt nicht, weil ich habe nichts anderes gemacht jetzt, was Ernährung angeht oder irgendwas. Ich habe nichts anderes gemacht. Und ich kenne das ja schon, dass ich mal Phasen oder vor allem auch so Tage habe, an denen es mir nicht gut geht. Aber dass ich das jetzt schon so knapp eine Woche habe und halt jeden Tag so doll, ist halt schon sehr untypisch. Ich habe es heute Morgen auch mal meinem Arzt geschrieben. Und habe ihn gefragt, was man da machen kann. Ich habe jetzt schon so Kohletabletten genommen, weil das kann ich mich daran erinnern. Das habe ich immer noch, das sind die Porree, richtig cool, das habe ich auch noch nie benutzt in dieser Form. Also wir machen jetzt alles in einer Auflaufform, dann mit Olivenöl rüber und mit Salz, so crunchy Salz im Ofen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, so Kohletabletten, die habe ich früher häufig bei Durchfall genommen, wenn ich so ein Virus hatte oder so. Vor allem in der Zeit, als ich ein FSJ gemacht habe. Wisst ihr das überhaupt? Ich habe ein FSJ gemacht in einer Grundschule, in einer Kita, in einer Krippe. Boah, war ich da oft krank. Halleluja. Wirklich, 2-mal im Monat hatte ich Magen-Darm. Und irgendwann musste ich es abbrechen, weil ich es körperlich nicht mehr konnte. Also mir ging es da so schlecht. Ich habe so doll abgenommen in der Zeit, weil ich halt literally von Krankheit in Krankheit... Das macht mich glücklich. Ich muss aber die Schale abmachen. Macht man das bei Rote Beete so? Ja, oder? Weil die ist so erdig. Das kann man so, glaube ich, nicht essen. Genau, ich habe mir FSJ gemacht. Und da... Boah, das ist mir so schlecht. Aber daher kenne ich dann den Tipp oder von meinen Eltern oder so, dass man bei so dollen Durchfällen Kohletabletten nehmen soll. Spoiler, danach ist euer Klo schwarz. Beziehungsweise, dass es unten rauskommt bei euch. Das hat bei mir leider auch nicht so angeschlagen und das hilft uns auch immer ganz gut. Deswegen, wisst ihr, ich denke dann immer direkt so, habe ich mir irgendwas bei Pepper eingefangen. Aber der geht's halt gut. Also wenn die jetzt auch Durchfall hätte, dann würde ich auch sagen, okay, muss zum Arzt das mal abchecken lassen. Nicht, dass man... Oh mein Gott. Sorry, aber das ist ja so pretty. Wow. Dann würde ich es auch abchecken lassen, wenn Pepper jetzt auch Problems hätte. Aber der geht super gut. Deswegen... Weiß ich nicht. Mal schauen, was mein Arzt jetzt sagt. Ob ich mal zu ihm kommen soll und wir machen mal eine Stuhluntersuchung oder ob ich noch eine Woche warten soll oder so. Wie wird es sie? Aber, oh Gott. Ich bin nicht so gut am Schneiden hier gerade. Aber ja, das versetzt mich wieder so doll in die Zeit zurück. So. Obwohl ich muss auch... Oh Gott, Ki,
Kiki, ich muss... Okay, stopp, ich muss mich hier konzentrieren. Ich habe mir gerade in den Nagel geschnitten. Das hätte auch einfach mein Finger sein können. Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich habe mich gerade wirklich richtig erschrocken. Ich dachte schon, das wäre mein Finger gewesen. Wo sind wir stehen geblieben? Jetzt kann ich wieder reden. Ja, dass es auf jeden Fall wieder krass ist, so dolle Darmbeschwerden zu haben, weil ich es jetzt ja, also ich habe täglich Darmbeschwerden, immer. Ich habe jeden Tag Bauchschmerzen, jeden Tag Bauchkrämpfe, jeden Tag muss ich ganz oft auf Toilette. Aber halt nicht mehr in diesem Ausmaß, wie jetzt nicht mehr in dieser Intensität. Und das war, also das ist nicht Reizdarm, was ich gerade habe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. So, dann werde ich auch ein bisschen Kürbis reinschneiden. Ich schneide mir hier einfach so eine Scheibe ab. Ich freue mich richtig doll. Erster Kürbis dieses Jahr. Okay. Wir haben ein neues Messer. Und ich komme damit noch nicht so ganz gut zurecht. Wie man uns schwer erkennen kann. Übrigens, ich mag keine Kürbissuppe. Ne? Ich weiß, das macht viele Leute immer sauer. Beziehungsweise, ich habe letztens eine bei Katja gegessen, die ich voll gern mochte. Aber ich mag... nicht so cremig, dickflüssige Kürbissuppen. Die müssen so richtig flüssig und runny sein. Und ich glaube, richtig viele mögen gerade dieses cremige, dickflüssige. So. Reicht das schon? Ich muss einmal ins Rezept gucken, was die da noch reingemacht haben. Okay, ich mache noch eine rote Zwiebel rein. Aber die packe ich so ganz doll in die Ecke, weil Fabio mag keine Zwiebeln. Ich weiß, ich muss einfach ganz oft ohne Zwiebeln kochen. Also es geht, wenn die so in einer Soße oder sowas drin sind. Also wenn die so verkocht sind, dann ist das voll entspannt. Aber wenn die so roh sind, auch so auf Flammen gucken und so, liebe ich das. Aber da muss ich immer eine Seite ohne machen. Deswegen mache ich jetzt auf die eine Seite noch eine. Sweetly! Oh Gott, ich hasse es. Hat jemand einen Trick, wie das schneller geht? Na Schatz, ich mache die Zwiebeln in die Seite, keine Sorge. Cool. So sieht das jetzt aus und ich mache da jetzt noch Olivenöl. Ups, das war sehr viel, aber die hat auch so viel benutzt. Das war wirklich sehr viel, naja. Und Salz drauf. Und die hat das in dem Rezept auch gar nicht mehr gewürzt, weil sie meinte, so kommen die natürlichen Flavors am besten raus. Ich mache noch ein bisschen Honig drauf, weil ich mag gerne ein bisschen Süße. Das kommt jetzt in den Ofen. Ich weiß noch nicht für wie lang, vielleicht für eine halbe Stunde oder so, bis das alles schön durch ist. Yummy! Oh Gott, das macht mich so glücklich, dieser Anblick. Ich muss erstmal für Insta ein Bild machen. Jetzt machen wir ein Pistazienpesto. Das wird jetzt ein Weilchen dauern, weil wir haben nur solche Pistazien. Wir brauchen 50 Gramm. Oh, this is gonna take a while. Und danach wird mir mein Finger wehtun. Schatz, kannst du mir helfen? Oh, ist ausgegangen, natürlich. Das hat ungefähr 300 Jahre gedauert. Jetzt machen wir noch frisches Basilikum rein. Unseren richtig schönen Pot. Ich liebe den. So ein Übertopf ist The Jar, heißt das, von With a Nude. Ich finde den so unnormal schön. Oh, ich liebe den Geruch von frischem Basilikum. Oh, was gibt's Geileres? Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich mache jetzt einfach nach Augenmaß. Wenn ihr das genaue Rezept haben wollt, verlinke ich euch den Beitrag, wo ich das her habe, in den Kommentaren. Da seht ihr auch Mengenangaben und so. Der ist hier gleich ganz schön leer gerupft. Naja, so, ich glaube, das reicht. Dann mache ich jetzt noch Olivenöl rein und dann häcksle ich das. Taste Test. Sieht sehr gut aus. Wow. 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 Was hab ich für Geräusche gemacht? Das ist brutal.
fehlt noch Salz und Pfeffer. Ich mache noch ein bisschen meinen eigenen Touch rein. Zitronensaft. Jetzt mixe ich das noch mal durch. Wow. 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 Sehr, sehr geil. So, als nächste Box. Jetzt fällt sie. So, Freunde, das wird jetzt Whipped Tofu. Das sah so geil aus in dem Rezept. Ich habe leider kein Nutritional Yeast. Deswegen machen wir es jetzt... Ja, ab jetzt ist es nicht mehr vegan, weil ich mache Parmesan rein. Ich glaube, das wird richtig geil. Ich weiß nicht, wie viel. Ich mache aber ordentlich was. Dann brauchen wir ein bisschen eigentlich Sojamilch. Wir machen Hafermilch. Also das Ding ist, bei solchen Rezepten, ich lasse mich immer so ein bisschen inspirieren und mache dann meinen eigenen Kram draus. Ding, die ich zu Hause habe. Dann brauchen wir Pfeffer. Und Salz. Und alle. Das ist blöd. So. Und wieder ein bisschen Zitrone. Ich probiere mal, wie es jetzt so schmeckt. Jetzt sind mir da die Kerne reingefallen. Okay, ich bin richtig gespannt, wie das schmecken wird, weil ich weiß nicht, was für ein Geschmack mich erwartet. Ist okay. Was fehlt noch ein bisschen? Ein bisschen Pep. Ich würde halt, eigentlich ist das Rezept mit Knoblauch, aber ich kann da kein Knoblauch reinmachen, weil Fabio mich dann nicht mehr mag. Ich hatte doch irgendwo so getrockneten Knoblauch. Next Taste Test. Besser, aber mir fehlt der Wumms einfach. Okay, das wird geil. Ich mache da jetzt noch, das habe ich aus Schottland, eine Harissa-Soße mit rein oder oben drüber. Nee, ich mache es oben drüber. Oder ist es zu scharf? Das ist schon scharf, ich mach's mit rein. Und hoffe, dass das ein bisschen Wumms gibt. Okay, Last Taste Test. Ich denke auch, wenn das nicht so viel Wumms hat, ist es gar nicht so schlimm, weil die Pistaziencreme ist halt richtig wuchtig und vielleicht mit dem Gemüse zusammen schmeckt es trotzdem gut. Ja, viel besser. Also, mir hat ein bisschen was gefehlt. Sehr gut. Wow, das ist das Endergebnis. Sieht richtig gut aus. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Auf dem Original sieht es... Oh, jetzt habe ich dafür reingebutscht, ey. Auf dem Original sieht es noch ein bisschen schöner aus, aber let's try this. Warum ist das so dunkel? Das ist richtig dunkel. Okay, ich probiere die gelbe Beete zuerst. Und schmeckt halt richtig gut die natürlichen Flavors raus, dadurch, dass man da kaum gewürzt hat, außer jetzt in der Tofu-Paste. Oh, mit Kürbis ist geil. Das ist richtig lecker, das müsst ihr auch mal ausprobieren. Es ist echt aufwendig, also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so lange in der Küche stehe. Aber sehr, sehr gut. Fragen wir nochmal Fabio. Was denkst du? Ist das alles Verrücktes? Das ist richtig lecker, finde ich. Das gelbe Beete.
Was haben wir aus Kürbis, oder? Kürbis, Karotten und Lauch. Schmeckt? Sehr lecker. Und dann Pesto und... Pistazienpesto. Unten ist eine Tofu-Creme mit Harissa. Und was? Ja, so mit Larissa? Larissa. So, mein Speicher ist jetzt voll. Tschüss! Thanks for watching. Hi, ihr Lieben. Das wird jetzt eine kleine Labersequenz hier. Ich habe ja gestern schon erzählt, dass es mir momentan... Ups. Gerade hast du den Ball von Pepper fallen lassen. Jetzt muss ich noch daher. Genau, dass es mir momentan irgendwie nicht so gut geht. Und ich hatte heute Morgen Therapie und bin mit so einem Gefühl hingefahren, dass ich eh schon dachte so, boah, gar keine Lust heute, ich habe keine Energie. Und ich hatte eh schon voll Schiss, ob ich es überhaupt bis dahin schaffe, weil das mit der Autofahrt und dann die letzten Tage waren morgens einfach immer so ein Drama auf Klo. Und deswegen war ich mir dann schon unsicher, ob ich es überhaupt hinschaffe. Habe dann so eine Stopptablette genommen und ich habe es dann auch hingeschafft, musste dann auch da direkt auf Klo und habe voll Kreislaufprobleme bekommen. Ich glaube auch einfach, weil mein Körper einfach jetzt schlapp ist durch diesen ganzen Wasserdurchfall die letzten Tage. Und hatte dann voll Kreislauf, habe dann auch so Traubenzucker genommen und habe einfach nur gedacht, boah, bitte geht die Therapiestunde schnell vorbei. Ich habe heute eh nicht so rüber, ich reden möchte. Ich möchte einfach wieder zurück, ich fühle mich nicht gut. So, dann bin ich reingekommen. Sie hat noch so Tee gebracht. Ich habe mich hingesetzt. Sie fragt mich, und wie geht's dir? Und auf einmal kam alles aus mir raus. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wie in der Therapiestunde heute. Ich habe durchgeheult, eine Stunde lang, weil auf einmal so viel rauskam. Bei mir war es so unterbewusst, weil also mir war wirklich nicht bewusst, dass mich das so belastet mit diesen Darmbeschwerden gerade, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Also es war mir literally nicht bewusst. Ich habe diese Gedanken, die kamen nicht, also es kam einfach nicht. Und dann heute da zu sitzen und nur die Frage gefragt zu bekommen, wie geht's dir momentan, und alles platzt aus mir raus, das war so verrückt. Und es hat mein Unterbewusstsein dann doch ganz schön doll beeinflusst jetzt die letzten Tage. Und ich merke halt, dass, also ich bin es gewohnt, dass es mir mal 2-3 Tage nicht gut geht und ich viel auf Toilette hänge und Bauchschmerzen habe, das bin ich gewohnt. Aber so wie es jetzt gerade ist, bin ich es nicht gewohnt. Also selbst in meinen schlimmen Phasen ist es nicht so schlimm wie gerade gewesen, weil ich wirklich... Mein Po platzt mir einfach. Kannst nicht anders sagen. Und das ist echt krass. Und vor allem auch immer morgens direkt. Und dann, ich kann nicht, also ich will es auch nicht jetzt drauf weiter eingehen, aber es ist wirklich krass. Und ich dachte halt schon die ganze Zeit, also, und dann habe ich halt gemerkt, wie doll mich das belastet. Die ganze Zeit dieser Gedanke, bin ich jetzt krank oder ist es mein Reizdarm? Und dieser Gedanke macht mich verrückt. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das auch hat, dass man sich halt ganz oft fragt, so, okay, bin ich gerade krank? Sprich, darf ich mir jetzt erlauben, eine Pause zu machen? Weil wenn ich jetzt ein Virus hätte, dann darf ich mir erlauben, den ganzen Tag auf der Couch zu liegen. Dann darf ich mir erlauben, jetzt zu chillen, sage ich mal, und nicht zu machen, jobmäßig Sachen abzusagen, wenn man krank ist. Wenn es aber nur mein Reizdarm ist, dann muss ich weitermachen. Dann muss ich dagegen angehen. Dann muss ich Dinge unternehmen. Dann darf ich mich nicht davon einschränken lassen. Und diese Gedanken aufzubrechen und so ein bisschen rationaler darauf zu schauen und wirklich zu sagen, hey, egal was es ist, selbst wenn es Reizdarm ist und du literally den ganzen Tag auf Klo hängst, du hast trotzdem die Beschwerden, wie bei einem Virus. Und sie das klar zu machen, das kriege ich halt gerade nicht hin. Jetzt zum Beispiel auch die letzten Tage mit Peppers Spaziergang, das ist etwas, was ich jetzt, wenn ich krank gewesen wäre, also wenn ich ein Virus hätte, nicht machen würde, würde ich sagen, hey Fabio, mach du das. Aber jetzt habe ich Angst, dadurch, dass ich so viele Fortschritte gemacht habe in den letzten Wochen, Monaten, dass wenn ich jetzt dann wieder sage, nee, geh du mal mit Pepper spazieren, ich habe Darmprobleme, dass ich dann wieder in so alte Verhaltensmuster und Gedankenmuster abrutsche. Und ich merke das ja jetzt schon, wie sich mein Verhalten und meine Gedanken schon wieder ändern durch diese Woche, in der ich diese krassen Beschwerden hatte. Ich bin jetzt schon wieder viel unsicherer. Ich war so aufgeregt, heute zur Therapie zu fahren, die Wohnung zu verlassen. Ich war so aufgeregt bei den Spaziergängen die letzten Tage. Und ja, wie das einfach mich mental dann beeinflusst, diese Phasen. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall, ja, wie gesagt, bei der Therapie und dann hatte sie auch gesagt, dass ich auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen soll und das nochmal abklären lassen soll. Vielleicht ist es ja doch irgendwas. Es kann ja doch sein, dass ich ein Virus habe oder keine Ahnung, mir geht es halt sonst gut und das ist das, was mich nervt. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich hätte mir jetzt gewünscht, dass ich wüsste, es ist jetzt ein Virus und mir geht es jetzt schlecht diese Woche und ich habe aber einen Grund dafür und nicht nur ist es gerade meine Psyche, die mir das jetzt wieder macht, es ist mein Reizdarm, der jetzt wieder viel doller wird, weil ich hatte das Gefühl, ich war auf so einem guten Weg. Und es sind nicht nur 2-3 Tage mit stärkeren Beschwerden, was ich kenne, sondern es ist jetzt 1,5 Wochen jeden Tag explosiver. Naja.
Genau, und dann hatte sie gesagt, dass sie, weil ich bin im Ikaneum, das ist so eine ganzheitliche Praxis für Darmgesundheit und die nehmen sich halt richtig viel Zeit. Und da bin ich in Therapie und sie meinte, ja, ich frage mal eben bei der Ärztin nach, ob sie heute noch einen Termin frei hat, dass ich dann vielleicht einfach da später nochmal kommen kann. Und so lieb, dann meinte sie, dass sie jetzt noch kann, dass sie noch schnell mit mir sprechen kann. Sie hat dann noch gefrühstückt gerade in ihrer Praxis und ja, hat das dann mit mir noch gemacht und hat mich beraten, mir jetzt nochmal Stuhlproben mitgegeben, dass wir mal schauen, ob da Entzündungswerte hoch sind. Und ich weiß nicht genau, was sie noch testen möchte, aber ja, nochmal so ein paar Stuhlproben. Sie hat mir noch ein Rezept gegeben für so ein Mittel, was gut gegen Durchfall ist. Und ich bin ganz anders drauf. Ich schwöre, ich bin ganz anders drauf, was das mit mir ausmacht, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt guckt da jemand anderes drauf. Und die ist halt wirklich die krasseste von den krassesten Darmärzten in Hamburg. Die ist auch bei den Ernährungsdocs und so dabei. Und dann, das gibt mir einfach immer ein gutes Gefühl. Und da muss ich auch sagen, ich bin so im Gedankenkarussell gerade schon 6 Minuten gelabert. Ich rede jetzt einfach weiter. Ich hoffe, euch langweilt das nicht. Ich glaube, dass das viele nachvollziehen können. Und ich muss echt sagen, dass ich jetzt so verdammt glücklich bin, dass ich bei dieser Ärztin und bei dem Arzt bin. Ich bin bei Professor Dr. Laya in Behandlung und sie ist eben auch da Ärztin und mein Arzt war im Urlaub, deswegen bin ich nicht zu ihm gegangen, sondern sie war da und ich bin einfach nur so glücklich, dass ich da jetzt einen Ort gefunden habe, in dem ich ernst genommen werde, in dem mir zugehört wird, in dem meine Ängste, meine Sorgen verstanden werden, meine Beschwerden verstanden werden. Ich habe nämlich auch letztens darüber gesprochen bei Insta, da meinte ich, dass ich schon so oft bei Ärzten war, die mir einfach Krankschreibungen versagt hatten und meinten, weil ich für die Schule und für die Arbeit früher, für Klausuren und so, brauchte ich immer noch Krankschreibung. Und die gesagt haben, ich soll mein Leben wieder normal weiterleben, weil das wird nicht weggehen und ich muss jetzt wieder lernen, den Alltag zu meistern und so. Und natürlich muss man das auch irgendwo, aber das nach 15, 16, 17-Jährigen zu sagen und dann zu sagen, nee, ich gebe dir keine Krankschreibung, und ohne dann therapeutisch, weißt du, sie hätten mich ja weiterleiten können an eine therapeutische Hilfe, also eine Psychotherapie oder so. Aber nee, einfach zu sagen, nee, du musst dein Leben wieder normal weiterleben. Denke ich mir so, Bruder, mach du mal dein Leben normal weiter, wenn du 30 Mal am Tag auf Toilette hängst. Das will ich sehen. Und auch diesen Druck, der dann auf den Patienten oder die betroffene Person ausgelöst wird. Es ist ja nicht so, dass ich mir schon selbst genug Druck mache, dass ich meinen Alltag normal gestalte, dass ich jeden Tag mit dem Hund rausgehe, einkaufen gehen kann, dass ich normale Sachen im Alltag machen kann. Es ist ja nicht so, dass ich mir schon selbst genug Druck mache, sondern dann auch noch von den Ärzten zu hören, ja, das müssen sie jetzt machen. Boah, naja. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt eine Praxis gefunden habe, bei der ich weiß, dass die genau wissen, wie es mir geht. Und die das verstehen und die das annehmen. Ist mir eingefallen, ich war auch mal bei einem Arzt, der weil ich so Herzrasen hatte wegen der Panikstörung. Aber ich dachte zu der Zeit halt, vielleicht ist da wirklich was. Und ich bin reingekommen in das Sprechstundenzimmer und habe halt angefangen zu weinen, während ich von meinen Beschwerden gesprochen habe. Und alles, was er gemacht hat, ist mir zu sagen, er hat mich unterbrochen und meinte, okay, ich leite sie sofort weiter an eine Psychotherapie, was auch wichtig ist. Aber er hat mich halt nicht mehr untersucht oder irgendwas und hat es einfach vor mir weggeschoben, meinte, es ist alles nur meinem Kopf. Und hat halt nicht mehr untersucht, ob da irgendwas ist oder so. Und sicherlich ist es wichtig, dass er mich auch weiterleitet, aber ja, das sind einfach solche Momente. Also ich habe schon so viele Scheiße mit Ärzten erlebt. Ich glaube, da können viele von euch auch ein Lied von singen. Ich glaube allgemein, bei chronisch kranken Menschen ist das so ein Struggle. Aber ja, jedenfalls muss ich jetzt diese Stuhlproben machen. Habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Heute hatte ich jetzt nicht nochmal Darmbeschwerden, weil ich so eine Stopftablette genommen habe. Aber eigentlich wollte ich noch nach Eppendorf auf den Markt fahren und da habe ich auch wieder gemerkt, wie viel ich mittlerweile schon schaffe und wie viel für mich auch voll normal ist, weil ich war so, okay, nach der Therapie gehe ich da nochmal auf Toilette und dann fahre ich zum Isemarkt und gehe da mir Mangos kaufen und überrasche Fabio mit einem Matcha und mit frischem Brot und habe mich so richtig gefreut auf heute und habe es jetzt halt nicht geschafft wegen der Beschwerden und weil ich halt auf einmal wieder Vermeidungsverhalten habe. Also es ist auch gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich ja wirklich gerade aktuell die Klonie brauche, das bilde ich mir nicht ein oder sowas, aber ich fange halt jetzt schon wieder anderen Sachen halt nicht zu machen, was okay ist, aber was auch mir Angst macht. Also es macht mir wirklich Angst. Und deswegen meinte Fabio jetzt, dass er nach Eppendorf fährt zum Isemarkt und da die Mangos und das Brot und Matcha holt. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja, irgendwie geht es mir nicht so gut gerade, mental und körperlich. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt wieder, jetzt kriege ich schon Tränen in den Augen. Ich habe schon genug geheult heute. Ja, ich hoffe einfach, dass es alles wieder beruhigt. Warum denn jetzt? Ich habe schon 10 Minuten darüber geredet und jetzt kommt es gerade hoch.
dass sich das alles wieder beruhigt und ich nicht gefühlt dann wieder von vorne anfangen muss mit der Therapie, weil gerade fühlt sich das so an, dass ich wieder so richtig in alten Mustern bin. Ja. It's not easy. Ich bin nicht allein damit, ich struggle auch. Und mir schreiben immer viele Leute, bei dir sieht immer alles so einfach aus in den Stories und so, glaub mir, es ist nicht einfach, glaub mir. Und ich probiere es immer so weit, wie es sich für mich richtig anfühlt und so weit, wie ich es teilen möchte, darüber zu reden und auch in den Stories zu teilen, wenn es mir nicht so gut geht und so. Aber manchmal hilft es mir auch, das nicht anzusprechen und das sollte auch okay sein. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass es mir nicht leicht fällt. Ja. Bin immer noch auf der Couch. Ach ja, ihr Lieben, danke auf jeden Fall fürs Zuhören von meinem Monolog gerade. Ich werde den Vlog jetzt auch hier beenden und ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich diese Woche einen Vlog machen oder nicht, weil ich einfach irgendwie echt nicht gut drauf war. Und ich habe mich jetzt trotzdem dazu entschieden, es zu tun und ja, vielleicht gefällt es euch trotzdem. Lasst es mich auf jeden Fall gerne mal wissen, ob ihr lieber die Happy Vibes mögt oder ja, es auch okay ist, wenn ich sowas mit euch teile, weil ich denke mir halt so, das ist mein Leben. Ich will ja möglichst authentisch mein Leben mit euch teilen und dann habe ich halt auch mal solche Wochen. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche. Ich hoffe, euch geht's besser als mir. Ich habe morgen Geburtstag, wenn ihr das guckt. Deswegen hoffe ich auch, dass jetzt meine Woche wieder schöner wird. Und dann bin ich hoffentlich nächste Woche wieder besser gelaunt. Und wenn nicht, ist auch okay. Man hat diese Phasen. Ich hab euch lieb. Lasst gern einen Daumen nach oben da und einen lieben Kommentar. Und vor allem folgt mir bitte. Das würde mir ganz doll helfen. Und dann, ja, bis nächste Woche.